Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 18. April 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten wieder im Donbass am Frontabschnitt Mariinka. Gibt es heute nicht sonderlich viel zu besprechen. Die russischen Streitkräfte unternehmen weitere Angriffe in der Stadt Krasnogorowka. Zum heutigen Tag hat sich die Situation dort nicht wesentlich verändert. Die russischen Kräfte festigen sich weiter im südlichen Viertel der Stadt, während die Ukraine dieses mit Artillerie beschießt. Das betroffene Viertel ist fast vollständig unter russischer Kontrolle. Die Ukraine hatte es nahezu vollständig verlassen und sich hinter die Eisenbahnlinie zurückgezogen. Lediglich in diesem Bereich sollen ukrainische Gruppen noch präsent sein. Und was den südöstlichen Teil der Stadt betrifft, so gibt es auch zum heutigen Tag keine weiteren Updates. Außerdem wurde an diesem Abschnitt intensiv die Siedlung Nowomichailowka von der russischen Artillerie beschossen. Russische Mehrfachraketenwerfer des Typs BM-21 Grad bombardierten vor allem den westlichen Teil der Siedlung. Die ukrainische Seite geht davon aus, dass die russischen Kräfte in den nächsten Stunden die Angriffe am Boden wieder verstärken werden. Die nördliche Flanke Avdiivkas bleibt aus ukrainischer Sicht der schwierigste Abschnitt, wenn man die gesamte russisch-ukrainische Frontlinie betrachtet. Im Bereich des Dorfes Otscheretyne setzt das russische Militär ihre Angriffe fort. Hauptsächlich in der Siedlung und an der Grenze der Siedlung Novokalinowe kommt es in den letzten Tagen zu schweren Kämpfen. Zum heutigen Abend haben wir die Bestätigung, dass die russischen Streitkräfte sich im östlichen Teil von Nowokalinowe festsetzen konnten. Die graue Zone war hier in den letzten Wochen vergrößert, da es keine genauen Informationen von vor Ort gab. Heute wird beidseitig bestätigt, dass der östliche Teil von Nowokalinowe vom russischen Militär kontrolliert wird. Damit ist vor allem dieser Bereich der Siedlung gemeint. Die Frontverschiebung beträgt hier bis zu 2 Kilometer, wobei die Veränderungen das Ergebnis der letzten Tage sind. Auch visuell wird diese Bewegung bestätigt, denn die ukrainischen Streitkräfte beschossen den östlichen Teil von Nowokalinowe mit Artillerie. Damit ist dieser markierte Bereich gemeint. Im Vergleich zum Vortag fällt damit dieser dunkelrote Bereich von der grauen in die rote Zone. Die Kämpfe in der Siedlung dauern weiter an. Russische Sturmgruppen versuchen, tiefer im Dorf vorzustoßen und die Hauptstraße zu erreichen, die zwischen den zwei Siedlungen Keramik und Nowokalinowe liegt. Aber auch ausgehend vom Dacha-Gebiet Sarja, südöstlich von Otscheretyne, konnten russische Infanteriegruppen in Richtung Nowokalinowe vorstoßen. Die aktuelle russische Absicht hier ist die Einnahme des ukrainischen stark ausgebauten Stellungssystems, welches an der westlichen Grenze von Nowokalinowe liegt und hier in Schwarz markiert ist. Zum heutigen Tag wird diese Stellung bereits gestürmt. Es kommt zu intensiven Kämpfen. Diese zwei Waldstriche, die direkt in der Nähe des Datscha-Gebiets liegen, wurden vom russischen Militär zum heutigen Tag eingenommen. Dementsprechend gibt es eine weitere Korrektur am Frontverlauf. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser dunkelrote Bereich ebenfalls von der grauen in die rote Zone. Mit dem kürzlichen russischen Vorstoß in Richtung Otscheretyne wächst auch der Druck auf die Siedlung Nowokalinowe. Die Ukraine versucht, die Frontlinie wieder zu stabilisieren und schickt neue Kräfte in den Kampf, um die Lücken zu füllen. Laut russischen Aussagen hat die ukrainische 115. mechanisierte Brigade, die an diesen Abschnitt vor kurzem verlegt wurde, einige Stellungen kampflos aufgegeben. Gerade deswegen soll es den russischen Kräften gelungen sein, überraschend schnell in die Siedlung Otscheretyne und in die Siedlung Nowokalinowe einzudringen. Bleibt abzuwarten, inwiefern die Ukraine hier die Situation wieder stabilisieren kann. Im Laufe des heutigen Tages kam noch eine Meldung aus der Siedlung Otscheretyne. In den vergangenen Tagen erreichten ja die russischen Streitkräfte die Siedlung und konnten sich dabei erstmals im südlichen Teil festsetzen. In den vergangenen 24 Stunden kam es zu intensiven Kämpfen, wobei die Ukraine versuchte, die russischen Kräfte aus dem Dorf zurückzudrängen. Laut ukrainischen Aussagen ist das zum heutigen Tag gelungen. Die russische Infanterie soll das Umspannwerk verlassen haben und diese soll nun eine graue Zone sein. Und auch visuell wird das bestätigt, denn es erschien eine Drohnenaufnahme, die den kampflosen Rückzug von etwa 50 russischen Soldaten vom Gelände des Umspannwerks zeigt. Der Grund ist nicht vollständig bekannt. Russische Militärs vermuten eine Umgruppierung an diesem Abschnitt. Dementsprechend fällt in etwa dieser Bereich von der roten zurück in die graue Zone.
Das ist die Situation an der nördlichen Flanke Avdiivkas. Westlich der Stadt kommt es nach wie vor zu intensiven Gefechten, hauptsächlich in der Siedlung Semenjewka. Dort schickt die russische Seite weitere Kräfte der 114. motorisierten Schützenbrigade in den Kampf. Währenddessen verlegte die Ukraine Verstärkung in Richtung Semenjewka. Es kommt zu Stellungskämpfen im Zentrum des Dorfes. Auch die Siedlung Berditschi bleibt umkämpft. Die Ukraine hat das Dorf definitiv noch nicht verlassen. Das bestätigen aktuellste russische Artillerieangriffe. Im Laufe des heutigen Tages wurde zum Beispiel dieser Bereich, also der westliche Teil der Siedlung, von russischen thermobarischen Flammenwerfern angegriffen. Das ist die Situation im Bereich Avdiivka. Weiter geht's an den Frontabschnitt Bachmut-Chassiv-Yar. Hier hat die Intensität der russischen Angriffe ein Stück abgenommen. Die ukrainische Seite meldet einen deutlichen Abfall russischer Angriffe auf das östliche Viertel der Stadt und an den Flanken. Lediglich kleine russische Gruppen sollen aktiv sein, wie ein ukrainischer Soldat vor Ort meldet. Allen Anschein nach gruppiert sich das russische Militär nach den letzten aktiven Angriffen auf die Stadt um. Die Ukraine konnte die Situation hier vorerst stabilisieren. In der Siedlung Ivanivske soll der russische Druck jedoch etwas höher sein. Die von der nördlichen Flanke verlegten Kräfte bemühen sich um eine Begradigung der Frontlinie. Dabei wird der verbliebene Teil von Ivanivske gestürmt. Ukrainische Kräfte leisten am Boden weiter Widerstand. Es kommt zu Stellungskämpfen. Zum Abschluss springen wir kurz an den Frontabschnitt Lyman-Kremina. Östlich der Siedlung Jampolivka unternimmt das russische Militär in den letzten Tagen einige Angriffe auf diese zwei Waldabschnitte, die direkt östlich der Siedlung liegen. Die russischen Angriffe folgten meistens in kleinen Gruppen und wurden von einem Kampfpanzer unterstützt. Russische Militärs bestätigen, dass die Angriffe ihnen keinen Erfolg brachten. Der heutige Angriff zum Beispiel führte zum Verlust von einem Kampfpanzer und einem Schützenpanzer. Später veröffentlichten die hier tätigen ukrainischen Verbände einige Drohnenaufnahmen, die das Abwehren russischer Angriffe zeigten. Seit mehreren Wochen können die russischen Streitkräfte hier nicht in Richtung Jampolivka vorstoßen, lediglich in Richtung Terny gelangen hier kürzlich einige Bewegungen. Insgesamt bleibt die Situation aber unverändert, wenn wir diesen Frontabschnitt betrachten. Und damit sind wir auch am Ende, was die russisch-ukrainische Frontlinie betrifft. In der letzten Nacht unternahmen die russischen Streitkräfte einen weiteren Luftangriff auf die Ukraine. Insgesamt wurden 13 Angriffsdrohnen des Typs Shahid 136 eingesetzt. Die Drohnen attackierten hauptsächlich das Zentrum des Landes. Der ukrainische Generalstab nennt den Abschuss von allen 13 Drohnen, überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Explosionen wurden heute lediglich in der Stadt Dnipro gemeldet, wobei der Grund dafür ein weiterer russischer Raketenangriff mit ballistischen Raketen war. Im Laufe des Tages unternahmen die russischen Streitkräfte nämlich mit aktiver Aufklärung russischer Orlan-10-Drohnen einige Raketenangriffe. Am schwersten getroffen wurde dabei die Stadt Dnipro. Es wurden mindestens 2 Explosionen dort gemeldet. Ein populärer russischer Militärblogger spricht von einem erfolgreichen Angriff auf den Flughafen der Stadt. Dabei sollen 2 Kampfflugzeuge des Typs MiG-29 und eine Batterie des S-300 Luftabwehrsystems getroffen worden sein. Er verspricht, zeitnah Videos zu veröffentlichen, bisher gibt es aber dafür keine konkreten Beweise. Ukrainische Militärblogger melden, dass in letzter Zeit russische Aufklärungsdrohnen zum Problem geworden sind. Denn gerade solche Drohnen dringen regelmäßig hinter die ukrainische Frontlinie ein, betreiben dort Aufklärung und korrigieren anschließend russische ballistische Raketen. Vor allem das Donezk-Becken ist regelmäßig solchen Raketenangriffen ausgesetzt. So viel zur Situation in der Ukraine zum 18. April. Wenn Ihnen meine Zusammenfassung geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie das Video mit einem Daumen nach oben unterstützen würden. Abonnieren Sie auch gerne kostenlos diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.